Und ja, wer das 1,5-Grad-Ziel erreichen will, wer will, dass Deutschland klimaneutral wird, der muss aufhören, Wälder abzuholzen für Autobahnprojekte, für Kohletagebau und für sonst was alles. Nein, wir müssen die Wälder schützen und wir brauchen die Energiewende und einen schnelleren Kohleausstieg. Das ist zentral, wenn wir dafür sorgen wollen, dass dieser Planet für kommende Generationen noch bewohnbar ist, liebe Freundinnen und Freunde. Und deshalb sagen wir, wir wollen sozial-ökologischen Umbau. Und ich verstehe ja jeden, der sich Angst um seinen Arbeitsplatz hat. Und deshalb brauchen wir soziale Garantien. Wir können nicht einfach schauen, wie sich die Dinge entwickeln, sondern man muss die Menschen sozial absichern. Wir müssen jetzt handeln, sonst ist es zu spät, um das Klimaziel zu erreichen. Und wir wissen alle, dass dann auch Entwicklungen unbeherrschbar werden. Und wir müssen Menschen sozial absichern und nicht, dass die, die sowieso wenig haben, am Ende noch die großen Kosten des Klimaschutzes tragen. Die, die den niedrigsten CO2-Ausstoß haben, weil sie sich das nicht mal leisten können, am Ende zur Kasse gebeten werden. Nein, es darf nicht sein, dass die Leute für die Party bezahlen, die nicht einmal dabei waren. Sondern wir brauchen eine soziale Verteilung dieser Kosten. Und das heißt, dass die Profiteure davon zur Kasse gebeten werden. Dafür kämpfen wir als Linke. Und dafür stehen wir an der Seite von Fridays for Future, von Ende Gelände, von all den Klimaschutzbewegungen. Und die brauchen, die offensichtlich auch in Kiel sehr aktiv sind. Und denen ist zu verdanken, dass wir überhaupt das Thema Klimaschutz wieder so auf der Tagesordnung haben. Das zeigt wieder, ohne gesellschaftlichen Druck passiert doch nichts in diesem Land. Wir brauchen Bewegungen, die dafür kämpfen.